Okay, ja, vielen Dank für die nette Einleitung. Ich möchte zunächst erstmal mich ganz herzlich bedanken bei den zwei Kollegen hinten von der Swisscom. Die haben es nämlich jetzt in der Pause noch möglich gemacht, dass wir einen Film, den ich in der Präsentation habe, abspielen können und den Ton sowohl im Stream als auch hier im Raum bekommen. Also ganz herzlichen Dank für euren Einsatz da hinten. Und das bringt mir eigentlich auch schon zu dem Punkt, warum ich glaube, dass wir zwar auf dem Papier Unternehmensberatung heißen, aber eher, wir sagen zu uns intern, wir sind Organizational Hacker. Also wir sind Leute, die ganz oft gegen Systeme arbeiten, die sich in den letzten 100 Jahren etabliert haben, gegen Managementmodelle, gegen bestimmte Arten und Weisen, wie in Organisationen gemanagt wird. Und wir glauben, und da kommt auch unser Name her, Cogneon, zusammengesetzt aus Cognoscere und Neon, neue Erkenntnis, Griechisch und Latein. Wir glauben, dass wir für das 21. Jahrhundert im Prinzip eine neue Sichtweise, eine frische Sichtweise auf Unternehmen, Organisationen und damit auch Managementmodelle und Systeme brauchen. Da gibt es ein sehr schönes Video, das ich eben ans Herz lege von Gary Hamel auf YouTube. Nennt sich Reinventing the Technology of Human Accomplishment. Und so die Grundidee dahinter ist eigentlich, wir müssen auf dem Thema Management einen Innovationsprozess draufsetzen, um das gesamte Thema Management zu innovieren fürs 21. Jahrhundert. Wir haben jetzt in den letzten 2 Tagen viel gehört von Begrenztheit des Lernens, sei es auf bestimmte Generationen, Generation Y, Generation Y, die Babyboomer, teilweise auch so der Aspekt Begrenztheit in Bezug auf physischen Raum oder virtuellen Raum. Manchmal hat man da so richtig ideologische Kämpfe, das eine oder das andere. Deswegen dachte ich mir so, als letzter Vortrag sozusagen in der Konferenz versuche ich mal das Fenster noch mal ganz weit aufzustoßen und habe meinen Vortrag Lernen grenzenlos genannt, weil ich glaube, dass wir noch viel mehr Grenzen in Organisationen haben und Begrenztheiten, Scheuklappen, die wir auf das Thema Lernen haben, die es, glaube ich, aufzulösen und aufzuweiten gilt. Und eine ganz besondere, die habe ich hier mal versucht, hier drauf zu malen, keine Angst, müssen Sie nicht lesen können, die ich sehr gerne verwende. Das ist eine Studie, die Chick Thompson gemacht hat. Der kommt eigentlich aus der Kreativitäts- und Innovationsforschung. Der hat hier mal aus seiner Studie so eine Grafik gemacht. Da ist der Kreativitätslevel von Menschen auf der Y-Achse aufgetragen und das Lebensalter auf der X-Achse. Ja? Und die Kurve schaut ungefähr so aus. Also hier hat man einen Fünfjährigen oder eine Fünfjährige. Da ist diese Kurve ungefähr bei 100%, 96%. Der hat so eine Anzahl von Indikatoren definiert. So, und jetzt fangen wir an, Menschen in Systeme zu stecken. Ja, das fängt mit dem Kindergarten an, das geht mit der Schule weiter, das ist die Hochschule, das sind Unternehmen. Ja, und jetzt geht dieser Kreativitätslevel nach unten. Er nennt den Punkt bei 44 Jahren, den sogenannten Point of Terminal Seriousness. Ja, da sind wir so ungefähr auf 12-14%. Ja, und danach geht es relativ geradlinig parallel zur X-Achse nach hinten weiter. Und wenn man die Grafik zeigt und Leute fragt, interpretiert die mal, also was lest ihr aus dieser Grafik raus, na, dann hört man ganz oft so typische Vorurteile. So Mitarbeiter, die älter werden, die sind nicht mehr so kreativ oder die lernen nicht mehr so gut. Na, und das Interessante ist, wenn man in seinem Buch mal guckt, wie die Kurve weitergeht, nämlich ab dem sogenannten Retirement Age, dann geht die ziemlich steil wieder nach oben. Ja, das heißt, man nimmt die Leute aus diesen Systemen raus, aus den Managementsystemen raus, und auf einmal werden die wieder extrem kreativ, was natürlich aber auch während der Arbeitszeit heißt, die verwenden ihre Kreativität, um in ihren Sportvereinen, in ihrem Theater und so weiter innovativ und kreativ zu sein. In den Organisationen erziehen wir es ihnen ab. Und das sozusagen von Anbeginn, von Eintritt in alle Systeme, die wir haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr, weil bei allen positiven Eigenschaften der Generation Y, wie gern die lernt und, ja, glaube ich, dass eine Riesengefahr besteht, dass wir die sehr schnell assimilieren in den Organisationen. Also, dass wir denen sehr schnell diese Freude am Lernen nehmen. Und ich glaube, es geht sehr viel mehr darum, so Begrenzungen, die wir heute im Lernen in Organisationen haben, aus dem Weg zu räumen, Barrieren aus dem Weg zu räumen. Und das hängt, glaube ich, gar nicht so sehr an einzelnen Generationen oder Alterskohorten. Ja, wir haben bei uns, also wir sind keine HRler, keine Personaler. Wir haben bei uns das Thema Wissensmanagement und lernende Organisationen sozusagen auf der Kurzbeschreibung stehen. Und was wir jedes Jahr machen, ist mit der Community zusammen so eine Umfrage, um mal so die Top 10 heißen Themen zu ermitteln, die es im Wissensmanagement gibt. Ich habe Ihnen mal mitgebracht die aktuelle Top 10 dieses Jahr. Die Reihenfolge hat keine Bedeutung, also das ist nicht gewichtet.
Im Prinzip ist es so, dass dieses Grundkonzept der lernenden Organisation immer über allem schwebt. Weil das ist sozusagen das übergeordnete Ziel des Wissensmanagements, eine lernende Organisation zu entwickeln. Definiert als eine Organisation mit der Fähigkeit, Wissen zu akquirieren, aufzusaugen, intern zu transferieren, neues Wissen zu generieren und vor allen Dingen auch ganz wichtig, das eigene Verhalten als Organisation auf Basis neuer Erkenntnisse zu verbessern. Also das ist so ein Begriff, die lernende Organisation, die lassen wir da eigentlich immer als Nordstern stehen. Die Themen drunter variieren. Ja, und man sieht, das ist übrigens in der Abfrage auch die Nummer 1 geworden, die wissensorientierte Führung als ein Aspekt. Also da stecken so Fragestellungen drin, wie geben Führungskräfte ihren Mitarbeitern überhaupt Zeit zu lernen? Ja, habe ich sowas wie bei 3M, so 20% Zeit oder solche Themen. Google hat es auch gemacht in der Entwicklung. Ja, prozessorientiertes Wissensmanagement, also die Betrachtung von Prozessketten entlang der Wissensbrille, gibt es mittlerweile sehr etablierte Verfahren, wie man das machen kann. Produktive Wissensarbeit, also so der Wissensarbeiter für sich, ja, wie funktioniert persönliches Informationsmanagement, eigene Lernstrategien, solche Themen. Community Management, eine ganz große Geschichte, also das ist gerade so am Beginnen, so ähnlich wie man vielleicht vor 20, 30 Jahren angefangen hat, Projektmanagement zu professionalisieren, geht es jetzt los, dass da so langsam Berufsbilder da sind, Ausbildungsgänge da sind, sowohl für externes, aber eben auch insbesondere für internes Community Management. Interessant, auf dem dritten Platz Corporate Learning gelandet in der Abfrage. Allerdings, und da kommen wir nachher nochmal im Detail drauf, halt insbesondere mit diesem Ansatz des informellen Lernens. Also da kamen ganz wenig Kurse und E-Learnings und so weiter vor, sondern eher Förderung der informellen Lernansätze. Digitale Transformation, Riesenthema, also generell Digitalisierung von Geschäftsmodellen, der Arbeitsplatz der Zukunft. Mich sehr gefreut, dass hier auf der Messe ein Bereich war, wo es mal tatsächlich auch in so einer recht kleinen Fläche um so Arbeitsplatzgestaltung ging. Seien das non-territoriale Arbeitsplätze, ergonomische Möbel, flexible Spaces und so weiter. Soziale Medien natürlich immer noch, das ist was uns jetzt so 5, 6 Jahre bestimmt schon begleitet. Die ganze Schiene Multimedia, also insbesondere Do-it-yourself-Multimedia, also Wissensarbeiter in die Lage zu versetzen, ihre eigenen Lerninhalte zu machen, also nicht die $10,000-Schleife über Agenturen bei jedem Video drehen zu müssen, sondern es selber zu tun. Und auch das ganze Thema Öffnung des Innovationsprozesses, seien das Crowdsourcing, Open Innovation, Coworking Spaces, Innovationswettbewerbe. Also das ist so, um Ihnen mal ungefähr einen Eindruck zu vermitteln, mit was für Themen sich aktuell die Wissensmanagement-Szene beschäftigt. Und da sind natürlich Leute aus ganz verschiedenen Bereichen in Organisationen beteiligt. Also da sind manchmal Personaler dabei, da sind manchmal ITler dabei. Wir haben viel mit Strategieabteilungen zu tun, Business Transformation, Kommunikationsabteilungen. Also das ist sehr, sehr interdisziplinär und das ist, glaube ich, auch so die erste Grenze, die es zu durchbrechen gilt. Sozusagen lernen, nicht wie man es in der Schule macht, so die Schule ist verantwortlich und vielleicht das ähnlich in der Organisation einer Einheit ans Bein binden zu wollen, sondern Lernen in einer gesamten Organisation ist was nur interdisziplinär unter Beteiligung von ganz vielen Fraktionen gelingen kann. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele, will sagen, Hypes gehört. Ich habe mir mal so ein paar Ausschnitte mitgebracht. New York Times 2010 hat nochmal so eine Nachberichterstattung gemacht zur MIT Open Courseware Initiative, wo das MIT in 2004 mal gesagt hat, wir machen unsere ganzen Lerninhalte offen. Was kann ich sehen? Der Kollege von der Swisscom hat es gerade gesagt. Open, wie haben Sie es genannt? Open Book? Open Book, also so diese, wir haben ja im Moment in den Organisationen eher die Need-to-Know-Denke. Also man versucht irgendwie mit unendlich vielen Berechtigungsgruppen alles so wegzusperren, damit es nur derjenige sehen kann, der es letztendlich auch braucht für seinen Job. Problem ist nur, es gibt niemanden mehr, der genau weiß, wer eigentlich was und welche Informationen für seinen Job braucht. Das heißt, kann ich eigentlich nur dadurch auflösen, dass ich die Informationspyramide auf den Kopf stelle und sage, ich mache nicht mehr Need-to-Know, sondern ich drehe das um und sage, ich schließe nur noch ab, wo ich ganz sicher weiß, das darf keiner wissen. Ja, Non-Disclosure und so weiter und Geheimhaltungsvereinbarungen gibt es natürlich noch, das muss man beachten, ja, aber man muss mal rangehen und sagen, alles andere machen wir offen. Also das war so mit der Ausgangspunkt der ganzen Open Education Welle, Open Educational Resources, kennen Sie vielleicht als Begriff, ist in der Schulszene ein ganz großes Schlagwort, auch in Europa, Europäische Kommission, UNESCO. Dann aus 2011 ein Artikel mit der Khan Academy, ja, Khan ursprünglich ein Wirtschaftsprüfer, der angefangen hat, so kleine Lehrvideos, 5 Minuten, 7 Minuten, auf YouTube zu stellen.
angefangen mit Mathematik und Physik und amerikanischer Geschichte, Volkswirtschaft, eigentlich für seine Nichte. Ja, dadurch, dass die aber offen auf YouTube standen, konnte sich die jeder anschauen. Die sind wahnsinnig viral gegangen, diese Videos. Und letztendlich gibt es mittlerweile einen Haufen Schulen in Amerika, die das fest mit dieser Methodik, wie man sie nennt, Flipped Classroom, also man lässt die Leute den Inhalt, den jemand erzählen würde, einfach vorher anschauen und verwendet dann die Zeit im Klassenraum, um Fragen zu beantworten, um Übungen zu machen, verwenden die fest im Schulsystem. Ja, da sieht man hier unten den Kahn, wie er vor seinem Rechner sitzt mit einem handelsüblichen Mikrofon, einer Webcam, einem Grafiktablett und dort hat er im Prinzip diese Videos produziert. Also auch wieder dieser Do-it-yourself-Ansatz. New York Times aus dem Jahr 2012, da haben sie mal zum Year of the MOOC gekrönt. Ich weiß nicht, wer hat schon mal einen Massive Open Online Kurs mitgemacht? Okay, das ist die Hälfte ungefähr. Wer hat schon mal einen veranstaltet? Ja, da wird es schon weniger. Wir haben im Jahr 2013 mal so ein Management 2.0 MOOC durchgeführt und haben versucht, mit den Leuten zu arbeiten, was sind denn eigentlich so innovative Lehr- und Lernmethoden, die wir im 21. Jahrhundert brauchen. Und da ist ein Toolkit rausgekommen, das hat mittlerweile über 80 Karten. Und da liegt auch so ein bisschen der Hase auch im Pfeffer. Ich glaube nicht, dass die Zielsetzung sein kann, irgendwie so nach der richtigen Methode zu suchen, die wir jetzt fürs Lernen im nächsten Jahrhundert brauchen. Die Landschaft der Methoden und Ansätze ist so groß und wenn man sich das mal im Zeitverlauf anschaut, ich weiß nicht, wer diese Hype-Kurven kennt, in der IT sind die sehr bekannt, Gartner verwendet die immer in ihren Hype-Cycles. Und im Wesentlichen geht es darum, dass man sagt, irgendwas kommt, gibt meist irgendeinen technologischen Auslöser, was weiß ich jetzt bei MOOCs, sowas wie YouTube als Videoplattform oder Google Hangouts als Streaming-Technologie. Und man hat sofort irgendwie so einen Riesengipfel überzogener Erwartungen, weil man glaubt, man kann damit alle Probleme der Welt lösen. Ja, man bringt Bildung nach Afrika und nach Asien und die Ungerechtigkeit auf der Welt wird gelöst. Das heißt, man hat Riesenerwartungen und man fällt dann nach einer gewissen Weile in das sogenannte Tal der Enttäuschung, wo diese Erwartungen erstmal sozusagen als nicht erfolgt sich herausstellen. Man kommt dann über so einen Pfad der Erleuchtung sozusagen normalerweise auf so ein Plateau der Produktivität, wo man sagt, na, das ist vielleicht wirklich ein Fortschritt in Bezug auf das Thema, um das es geht. Und im Prinzip diese Methoden, die ich Ihnen gezeigt habe, die folgen eigentlich alle diesen Hype-Cycle-Kurven. Wenn man im Jahr 2012 mal ein bisschen die Presse verfolgt hat, was da zu MOOCs geschrieben wird und was die Evaluationsforschung jetzt mittlerweile dazu sagt, gibt es da doch einen relativ großen Unterschied zwischen den Zweien. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass der langfristige Trend, dass Wissen und Lernen das Öl des 21. Jahrhunderts ist und der Überlebensgarant und der Erfolgsgarant für sowohl Organisationen als auch Individuen, daran glaube ich fest. Ja, diese Megatrends, das ist immer die Idee zu sagen, man versucht mal zugrunde liegende Trends zu identifizieren, die mindestens 50 Jahre wirken, sieht man doch, dass so Muster wie Lernen wird irgendwie neu, die Ökonomie wird wissensbasiert, wir brauchen eine andere Art von Arbeitswelt, das hat auch irgendwas mit Digitalisierung zu tun, ja, dass die doch immer wieder auftauchen. Ja, deswegen glaube ich, wie gesagt, das Wichtige ist eigentlich, eine Haltung zu kultivieren in der Organisation, die Wissen und Lernen wertschätzt. Und wertschätzen heißt auch, man nimmt sich Zeit für Dinge. Das ist mal wieder bei so Sachen wie der 20% Zeit von Google beispielsweise. Man nimmt sich Zeit dafür und belohnt es auch. Das muss nicht unbedingt finanziell sein, aber man belohnt es im Sinne von, Leute sind angesehen, die lernen und die ihr Wissen teilen. Ja, und das ist heute, glaube ich, noch an vielen Stellen anders. Man hat es so gesehen in dieser ganzen Social-Media-Welle zum Beispiel, da gab es Wiki-Projekte, da sitzt ein Mitarbeiter und dokumentiert mal ein Tutorial in dem Wiki, der Chef läuft hinten vorbei und sagt, was du hast Zeit, was im Wiki zu machen, hast du nichts zu arbeiten. Aber ich muss dir mal noch ein paar Aufgaben geben. Ja, das passiert zweimal, dann wird der Mitarbeiter nie mehr in dem Wiki irgendwas machen. Ja, das ist ein schöner Indikator dafür, dass eben Wissen und Lernen an der einen oder anderen Stelle noch nicht so wertgeschätzt ist, wie es sein sollte. Ja, und wir haben so aus den letzten 10 Jahren eigentlich mal so in Bezug auf das Lernen so 4 Grenzen, mit denen wir eigentlich immer zu kämpfen haben, identifiziert. Das ist zum einen mal der fehlende Fokus auf das informelle Lernen. Das ist ein Aspekt, da will ich ein bisschen was dazu sagen. Dann im Kern, ich weiß nicht, hat sich jemand mit Lernen der Organisation schon mal ein bisschen beschäftigt? Sanftes Nicken, ja. Ja, da gibt es so eins der ersten Theorien, das sogenannte Ein- und Zwei-Schleifen-Lernen.
Da will ich ein bisschen was dazu sagen, was es damit auf sich hat. Dann auch so mit Schlagworten wie Not Invented Here-Syndrom vielleicht der Fokus auf das Interne, also die Organisation mit einer Mauer außenrum und was so draußen passiert, ob man wirklich allen Lerncontent selber machen muss oder ob nicht woanders da auch was da ist, was man nutzen kann und so. Aber auch so, was kann ich von Wettbewerbern lernen, ne? Systematisch, Competitive Intelligence, wie kann ich Fehler, die ein Wettbewerber gemacht hat, in meinen Lernprozess mit reinziehen und so Dinge. Also da, glaube ich, hat man an vielen Stellen noch sehr viel so Scheuklappen in Bezug auf die eigene Organisation und ganz klar zum Schluss auch das Thema Lerninfrastrukturen. Da will ich auch ein bisschen was dazu sagen. So, ich würde Sie bitten, weil wir nachher so gedanklich zu dem Punkt nochmal zurückkommen, also zur aktuellen Situation, wo Sie sich befinden, so ein ganz kleines geistiges Bookmark zu setzen, gedanklich. Ja, informelles Lernen. Weiß nicht, wem das vielleicht so gegangen ist. Mitarbeiter kommt neu in eine Organisation, Chef zeigt ihm so, this is our organization, und zeigt ihm vielleicht so einen Org-Chart, hierarchisch, und der Mitarbeiter schaut in den ersten Arbeitstagen mal so ins echte Leben und das sieht ganz anders aus. Ja, also das sieht teilweise chaotisch aus, da sprechen Leute miteinander, die das vielleicht nach der Struktur hier gar nicht tun dürften oder tun sollen. Ja, und das ist durchaus die Realität in Organisationen. Das heißt, sowas sind brachiale Vereinfachungen, die im Prinzip auch heute schon die Realität nicht mehr treffen. Ja, man spricht da halt von dem informellen Teil der Organisation und man sieht es schön in der Literatur und auch in den Modellen, die da so in den letzten Jahren sich entwickelt haben. Beispielsweise sowas wie John Katzenbach, Leading Outside the Lines. Also das ist so ein zentrales Buch, was den informelle Teil der Organisation als zentralen Erfolgsfaktor hervorhebt. Und dann ist natürlich sofort die Frage, wie kriege ich das gemanagt? Ja, also wenn ich jetzt nicht mehr alles Command and Control, Top-Down, Reporting Lines, Direct Reports, also wenn das nicht mehr alles ist, was ich managen kann und vielleicht auch eine Projektorganisation nicht mehr reicht, sondern es auch um Netzwerke geht, die quer rübergehen, die sich selbst organisieren, die entstehen, die sich wieder auflösen. Ja, das fühlt sich schon alles so sehr fuzzy an. Und für viele Manager ist das so, die assoziieren das mit Chaos. Ja, das ist dann nicht mehr gemanagt, sondern das ist Chaos. Und da gibt es eben viele Ansätze, sowohl in der Theorie, sowas wie COTA, Dual Operating System, also so die Idee, das Netzwerk neben die formale Organisation zu stellen, ein bisschen chaotischer, hier John Husband, Hierarchies als Mischung aus Vernetzung und Hierarchies. Und man kann das aber durchaus auch in den Projekten der Organisationen sehen. Das sind zwei Beispiele, Social Media Adoption, Enterprise 2.0 bei BASF und bei Bosch. Und man kann eigentlich bei beiden diese Muster von der Stoßrichtung erkennen, ne, nicht Hierarchien aufzulösen. Vielleicht werden die eine Ebene flacher, man hat es bei Siemens jetzt gesehen. Die haben jetzt mal so diese ganze Sektorenebene zum Beispiel raus, sind gleich mal eine Hierarchieebene kompakter geworden, das mag sein. Aber ich persönlich glaube jetzt nicht dran, und das ist auch nirgendwo zu beobachten, dass wir Hierarchien in dem Sinne verlieren, sondern die werden vielleicht etwas verflacht und sie überlagern sich mit Netzwerkstrukturen. Und in der Regel ist es auch so, dass so Entscheidungshierarchien beibehalten werden. An den Entscheidungshierarchien hängen oft auch Informationshierarchien und die gilt es eben durch Informationsnetzwerke zu ersetzen. Das kann man im Prinzip aufs Lernen auch übertragen. Also dort sieht man im Wesentlichen den gleichen Trend. Ich habe jetzt mal, hatte ich vorhin gar nicht dazu gesagt, ich selber bin jetzt hauptsächlich in Projekten bei Audi und bei Adidas involviert. Und wir haben bei Adidas jetzt vor zwei, drei Jahren ging das los, den Adidas Learning Campus neu gestaltet. Und dort ging es eben am Anfang auch mal darum, zusammen mit den Mitarbeitern rauszuarbeiten, wenn es so eine neue Corporate University geben soll, wie soll die eigentlich aussehen? Ja, weil wir aus dem zentralen Projektteam heraus uns nicht angemaßt haben, zu definieren zu können, für alle Standorte weltweit, für Großhandel, Einzelhandel, Forschung definieren zu können, wie die Leute lernen wollen. Das heißt, es war ein sehr partizipativer Ansatz mit einem Crowdsourcing intern, wo alle Mitarbeiter sich beteiligen konnten, mit einer Blogparade im Adidas Group Blog, wo offen jeder mitmachen konnte, um rauszufinden, wie soll das eigentlich gestaltet sein. Und dort hat sich eben auch sehr schön dieser Wunsch oder die Problematik gezeigt, dass nach aktuellem Stand 95% des Investments von Zeit in dieses ganz formelle Lernen geht. Ja. Und eigentlich, ne, hat hier so dieses 50% dessen, was man im Klassenraum gelernt hat, hat man schon nach einer Stunde wieder vergessen. Ne, und eigentlich diese 90%,
Ne? Nämlich das, was man durch harte Jobs und Aufgaben lernt oder das, was man von anderen Leuten kennt, lernt eigentlich völlig außerhalb des Fokus ist, der Lernbemühungen, wie sie von Personalentwicklung und den bestehenden Einheiten eben aktuell betrieben worden sind. Und wir haben mal versucht, das, was aus den Gesprächen und im Crowdsourcing und so weiter rausgekommen ist, die zentralen Botschaften in ein Video zu packen. Und das würde ich jetzt mal versuchen abzuspielen. Ich hoffe, das klappt. Also es ist so ganz kondensiert mal das, was so als Ergebnis rauskam, nämlich dieser Fokus auf informelles Lernen. Vielleicht haben Sie es gelesen, auch dieses jeder ist Lehrer und, also jeder ist Student and Teacher, jeder ist Lerner und Lehrer. Wenn jemand ein Experte ist in Bezug auf ein bestimmtes Thema, heißt es automatisch, dass er Laie ist in vielen anderen Themen. Ja, das ist Geben und Nehmen, also Sharing und halt so ein bisschen weg von diesem Punkt-zu-Punkt-Wissenstransfer-Modell von irgendeinem Trainer, der irgendwas weiß und das entweder direkt in dem Klassenraum unterrichtet oder eben in eine E-Learning-Konserve verpackt und dann schaut sich das jemand an. Hin zu dieser Sichtweise, am Ende hat man es gesehen, Working is Learning and Learning is Working. Eigentlich jede Arbeitsminute, in der ein Adidas-Mitarbeiter arbeitet, egal welcher, egal ob im Shop, ob in der Produktion, ob in der Entwicklung, ob eine Führungskraft, ob eine Fachkraft, jede Minute, die arbeitet und auch jeder Quadratmeter, auf dem das sich bewegt, ist eigentlich Teil des Adidas Learning Campus. Und ein Großteil des Lernens findet außerhalb der Orte und Zeiten statt, wo wir glauben, dass das Lernen hauptsächlich ist, nämlich in Kursen und E-Learnings und so weiter, sondern das findet statt, wenn die Mitarbeiter die Olympiade in Russland koordinieren oder die Weltmeisterschaft in Brasilien oder. Also an ganz, ganz vielen Stellen findet es statt. Es gab gerade heute auf Facebook, mal gerade schauen, ob ich das noch offen habe. Also da steht aktuell auf dem, das ist die Herzogbase, der Campus von Adidas. Da steht ein riesengroßes Riesenrad, da hinten ist das Forschungszentrum. Da postet Christian Kuhner, das ist einer der Projektleiter, Best Meeting Location Ever, this is Adidas Best Place to Work. Also das sind viele so Einzelaktionen, wo man versucht zu zeigen, so ähnlich ein bisschen wie, was ob Sie Google Campus kennen, wo es im Londoner Google Campus einen Kräutergarten gibt, wo Leute Besprechungen abhalten können. Besprechungsräume, Lernräume heute in der Zukunft sehen vielleicht anders aus, als wir uns das vorstellen können. So, das heißt aber gleichzeitig nicht, dass all das, was wir Stand jetzt haben, überflüssig wird. Das finde ich immer ganz unsäglich in dieser 1.0-2.0-Diskussion, die so revolutionär geführt wird. Wir verlieren alles, was wir bisher gemacht haben. Alles, was wir bisher gemacht haben, ist schlecht. Das stimmt natürlich nicht. Ich denke, es hängt sehr stark davon ab, ob wir den Fokus mehr auf formelles oder informelles Lernen setzen müssen, vom Kompetenzgrad der Mitarbeiter. Wenn ich jetzt einsteige in ein bestimmtes Thema, ich zeige gleich mal am Beispiel Projektmanagement, dann ist es vielleicht total sinnvoll, sich mal 5 Tage in den Grundkurs Projektmanagement zu setzen oder ein entsprechendes E-Learning zu machen, um einfach mal überhaupt die Grundbegrifflichkeiten kennenzulernen und so ein erstes Netz im Kopf entstehen zu lassen, worum geht es da überhaupt bei dem Thema. Wenn dann mein Kompetenzlevel steigt, ich vielleicht irgendwas kompetent ausführen kann oder sogar dann Experte werde und anfange, Sachen zu machen, die in Bezug auf den aktuellen Wissensstand neu sind, also ich werde Innovator, dann komme ich irgendwann mal an diese Schwelle, wo es für mich weltweit kein Buch mehr gibt und keinen Kurs mehr gibt, der mir noch hilft. Ja, dann ist es viel wichtiger, dass ich mich mit anderen Experten vernetzen kann, mit Leuten aus der Forschung sprechen kann. Ja, da kommen eben so Sachen dann wie Lerncommunities, Working Out Loud auf Twitter, selbstgesteuertes Lernen und so weiter zum Tragen. Und das haben wir versucht, in dem Modell, das ist auch wieder eine Adidas-Folie, eben dadurch zu kennzeichnen mit der Metapher der Waage, ja, dass man nicht hier durchstreicht und sagt, das ist formelle Top-Down-Weiterbildungskatalog und so weiter, brauchen wir gar nicht mehr. Es geht darum, diese Waage ein bisschen mehr kippen zu lassen. Über E-Learning gab es schon sehr viel, Blended gab es auch erste Ansätze, verbreitet sich auch immer mehr und Learning Campus fokussiert jetzt im Prinzip auf dieses informelle Lernen mit der Vision Self-Directed Lifelong Learning. Also im Prinzip den Mitarbeitern auch klar die Botschaft zu geben, wir wollen, dass ihr euch selber Gedanken macht, was ihr für euren Job in Zukunft braucht und was für Lernziele ihr euch steckt und dass ihr das in Mitarbeitergespräche mit reintragt und euch wünscht, was ihr braucht. Ja, und das ist, glaube ich, was man, wenn man jetzt mal generell in die Wirtschaftswelt schaut, so ein bisschen über 100 Jahre wegkultiviert hat, könnte man sagen. Man hat in vielen Organisationen Modelle, wo man so eine Konsumentenhaltung gewohnt ist und gesagt hat, sag mir, was ich lernen soll. Ja, und keine Prozesse, wo man sagt, ich komme im Mitarbeitergespräch und habe einen Vorschlag für meinen Lernplan dabei. Und Lifelong Learning deswegen, weiß nicht, wie es hier in der Schweiz ist, bei uns in Deutschland ist die Diskussion zu Lifelong Learning irgendwie, das ist so Schule oder Hochschule noch, dann hört es auf und dann fängt es wieder an mit Rentnern an Volkshochschulkursen oder Rentnern an der Uni.
Und diese 35 Jahre dazwischen sind irgendwie ausgeblendet. Und ich denke, das ist wichtig, da eben mit dieser Brille Corporate Learning reinzustoßen. Und ich glaube, bei einem Unternehmen mit ein paar 10.000 Mitarbeitern kann ich das nicht aus einer zentralen Perspektive für jeden Einzelnen managen. Das funktioniert nicht. Das haben wir mal an so ein paar Beispielen plakativ dargestellt auch. Adidas-Mitarbeiter will ein Projektmanager werden. Wie sieht es heute aus? Er registriert sich irgendwann per E-Mail. Das hier ist alles fiktiv. Im Oktober registriert er sich per E-Mail, wird zugewiesen in den Kurs, kann da irgendwann ein Mehrtagestraining machen, hauptsächlich frontal. Er hört zu, was da erzählt wird, so diese klassische altes Klassenzimmer-Metapher. Vielleicht hat sein Projekt hier schon angefangen, also hätte das Learning eigentlich viel früher gebraucht. Und danach fängt er einfach an, sehr viel zu vergessen. Und die Idee des neuen Lernens ist eben so, er registriert sich, er bekommt sofort Hinweise zu Projektmanagement-Communities, die es gibt, intern, also Lern-Communities, er kriegt Vorschläge für YouTube-Videos, er kriegt Buchempfehlungen, er kriegt TED-Talks, er kann so in so eine Mentorenrolle oder Mentee-Rolle schlüpfen, wo er schon mal einen Projektleiter zur Seite gestellt kriegt, der ihm helfen kann. Er kann sich im Wiki umschauen intern, kann Videos auf zu Projektmanagement anschauen, die kuratiert worden sind. Macht dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwas Präsenz oder Blended zu dem Zeitpunkt, wo es halt stattfindet. Ist danach dann auch sofort in der Alumni-Community, wo im Prinzip alle reinkommen, die schon mal ein Projektmanagement-Training gemacht haben, um dort eben dann diese nächsten Stufen in Bezug auf dieses Kompetenzmodell erklimmen zu können. Irgendwann mal wird er sozusagen selber Experte, fängt an Mentor zu werden, schreibt selber Wiki, Blogbeiträge, teilt sein Wissen in den Communities und so geht es sozusagen von vorne weiter, kriegt dann wahrscheinlich als Mentee jemand zugewiesen, der in einer ähnlichen Situation ist, wie er ein paar Jahre vorher auch gewesen ist. Und das sozusagen ein bisschen zu ergänzen, also werden, auch das Bild habe ich nicht mitgebracht, so Kurs und E-Learning und Blended Learning, was es heute alles gibt, schon noch, das gibt es schon noch im Kern und drumherum wird es aber mit neuen Methoden ergänzt und erweitert. Kann man auch nicht sagen, dass das jetzt ein Standardmodell ist, was sich lohnt auf jeden Kurs anzuwenden, sondern da muss man wirklich in den Einzelfall reinschauen, was macht da jeweils Sinn. Das heißt, wenn man so über Lernen in Organisationen nachdenkt, das Erste, was ich glaube, was wichtig ist, bei all den Personen an dieses informelle Lernen zu denken. Ja, und das auch wirklich zu tun. Ich habe das Gefühl, es wird an vielen Stellen viel drüber gesprochen, aber es wird wenig getan, also auch pilothaft getan, mal zu sagen, man schnappt sich eine Schulung und versucht da mal jemanden auf Community-Manager-Schulung zu schicken und da mal eine Lern-Community auszuprobieren. Ja, ich habe das Gefühl, an vielen Stellen ist noch die 70-20-10-Folie ist da und man könnte die fast als Allgemeingut sehen. Vielleicht kleine Randnotiz, die Forschung dazu hat in den 60er Jahren angefangen. Die Hauptpublikation Center for Creative Leadership war 1996. Ja, also wir sind heute 20 Jahre nach sozusagen der Erkenntnis, wie Lernen im Arbeitsalltag funktioniert. Auch das vielleicht so ein kleiner Hinweis in die Richtung, wie langsam eigentlich dieser Wissenstransfer von das Wissen ist irgendwo in der Welt da zu, es findet den Weg in die Praxis und hilft uns wirklich besser, schneller, innovativer, was auch immer zu werden, was wir wollen in den Organisationen. Das zweite ist das Thema Ein- und Zweischleifenlernen. Wenn man sich so eine Organisation anschaut, in der Regel so ganz generisch kann man sagen, die hat irgendwelche Arten von Kunden oder Zielgruppen, die haben bestimmte Anforderungen, die muss ich kennen, weil ich die nämlich in meinen Handlungen oder Prozessen entsprechend umsetze und am Ende kommt da irgendwas raus, ja, ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Ergebnis und ich habe viele Personen in der Organisation, klein oder groß, ja, und die erste Schleife von dem sogenannten Zweischleifenlernen ist die hier, nämlich dieses, ich laufe durch Handlungen durch, ich lerne was, learning by doing, sagt man umgangssprachlich, learning on the job, und da dieses Lernen in den Fokus zu nehmen. Da habe ich mir auch mal ein Beispiel rausgepickt, es gibt in Bezug auf vom amerikanischen Militär After Action Reviews, die nach allen kritischen Aktionen sogenannte AARs machen, nach so einem Template, man sagt, was wollten wir tun, was ist wirklich passiert, warum gab es eine Abweichung, was lernen wir daraus? Ja, also man muss, um zu schauen, was man alles machen kann, in der Regel in die Bereiche schauen, wo Fehler Leib und Leben bedrohen, weil dort wird es sehr systematisch gemacht. Ja, also das heißt, in der Formel 1, Feuerwehr, Sondereinsatzkommandos der Polizei, Militär, also überall, wo am Ende jemand stirbt und nicht nur 100.000 Euro weniger Umsatz gemacht wird. Ja, da wird es noch nicht so formell gemacht. Ja, aber das heißt im Prinzip, auch das ist lange bekannt, diese Plan-Do-Check-Act-Zyklen, ja, zu sagen, in Bezug auf alles, was ich tue, überlege ich mir immer vorher, was mache ich da eigentlich?
dann führe ich es durch und dann reflektiere ich nochmal. Da bin ich wieder bei Zeit. Ja, eine Handlung zu reflektieren kostet Zeit. Wenn ich mir nach dem Vortrag heute überlege, was hätte ich tun können, damit der Vortrag besser wird, dann kostet mich das Zeit. Ja, und dann muss ich schauen, wo ich die unterbringe. Jetzt im Flieger zurück ist zum Beispiel eine gute Gelegenheit, 20 Minuten zu überlegen, was hätte man besser machen können. Das sind diese Plan-Do-Check-Act-Zyklen. Und im Prinzip, ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, gibt es natürlich viele andere auch, Firma Schaeffler. Die machen sehr viel so Wälzlager, Kugellager, alles, was sich dreht, in Autos, Flugzeugen. Die haben mal so in Bezug auf Projekten einen Lessons-Learned-Workshop-Ansatz definiert, wo man sagt, ab einer gewissen Kritikalität von Projekt wird an Projektenden oder zu bestimmten Projektmeilensteinen wird so ein Lessons-Learned-Prozess durchgeführt, um eben zu schauen, was haben wir da gelernt in Bezug auf das Produkt, den Kunden, die Produktanwendung. Und Lessons-Learned ist nicht das Einzige. Es gibt dort eben auch solche Lern-Communities, Networks of Competence heißen die, knapp 150 Stück aktuell, zu Kunden, aber auch zu Messtechnologien, Schmierstoffen, Werkstoffen, wo man dann eben versucht, wenn in einem Projekt irgendwas gelernt worden ist, über so eine Community dieses Wissen auch in andere Projekte zu transportieren. Das ist nämlich auch nicht so einfach. Wenn ich ein Team habe, was an einem Standort sitzt, die gehen miteinander Mittagessen, dann ist es sehr leicht, dass die sich mal drüber unterhalten oder man kriegt regelrecht mit, da brennt ein Projekt gerade. Aber wenn der eine Standort in Australien ist und der andere ist in Deutschland, da wird es schon schwieriger. Und da brauche ich irgendeinen formalen Prozess, wie ich das hinbekomme. Lessons Learned ist ein so ein Ansatz. Ja, das heißt, erste Schleife, bisschen formaler, diese Grundidee, Plan-Do-Check-Act-Zyklus auf Prozessen zu etablieren. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in die 70 rein, müssen es natürlich nicht lesen können. Das ist eine Standardtaxonomie, Prozessklassifikation von Organisationen, American Productivity and Quality Center. Jeder Eintrag hier ist ein Prozess, den eine Organisation einer gewissen Größenordnung hat. Man sieht da so Sachen wie Strategieprozess, Produktentwicklung als oberste Ebene. Und im Prinzip, diese Folie, so einfach wie sie aussieht, heißt, mal drüber nachzudenken, welche Prozesse sind aus Wissenssicht so kritisch, sind so wissensintensiv, dass ich sowas hierauf anwenden muss. Ja. Das hat nichts mit Kursen zu tun, sondern hat was mit systematisches Lernen in Prozesse hineindesignen zu tun. Die zweite Schleife des Lernens beim Zweischleifenlernen, Zweischleifenlernen kommt übrigens von Agiris und Schön, Buch Die Lernende Organisation, die bezieht sich jetzt eher auf die strategische Ebene. Man könnte sich jetzt vorstellen, wenn ich mir irgendwie strategisch was Falsches überlegt habe, ich mache das immer und immer wieder, werde ich dadurch nicht besser. Ich werde zwar in der Ausführung besser, aber ich werde in Bezug auf die strategische Ausrichtung nicht besser. Ja, das heißt, zweite Schleife des Lernens sagt, den Handlungen liegen immer irgendwelche handlungsleitenden Annahmen zugrunde. Ja, und das, was da rauskommt, das weicht in der Regel ab von dem, was ich mir überlegt habe strategisch. Ja, ThyssenKrupp zum Beispiel, als die sich überlegt haben, das Werk in Brasilien zu bauen, wo sie viele Milliarden Euro versenkt haben, da lagen bestimmte Annahmen dahinter, die sich als falsch erwiesen haben. Ja, das muss ich lernen daraus fürs nächste Mal. Ja, und das ist eben genau die zweite Schleife, zu sagen, an welchen Stellen kann ich lernen, dass Strategie falsch war. Wir haben andere bekannte Beispiele, sei es Nokia, sei es Kodak, wo ich genau das Problem eigentlich in der zweiten Schleife habe, ja, nicht in der ersten. Und das ist was Firmen wie General Electric zum Beispiel mit ihrer Corporate University in Crotonville früh erkannt haben, dass die Corporate University nicht nur der Ort ist für Kurse und Trainings oder so Workplace Performance Learning, sondern eben auch für Strategiereflexion und Strategiegestaltung. Da sind wir leider heute an vielen Stellen noch weit davon entfernt, dass so Führungskräfte mit ihren Prozessen sich als Teil des Corporate Learnings sehen, aber ich glaube, genau da müssen wir hin. Man sieht es in der Strategieforschung unten, Mintzberg zum Beispiel, da wird mittlerweile gesprochen von Intended Strategies und Emergent Strategies. Also auch da sieht man, dass diese alte Sichtweise, Strategiedefinition, Strategieimplementierung in so einer volatilen Welt, wie wir heute leben, eigentlich nicht mehr funktioniert. Ja, weil es da eine sehr große Abweichung gibt zwischen dem, was ich machen will und dem, was dann passiert. Also das heißt, im Prinzip Lernprozesse auch auf diese zweite Schleife anwenden und zu sagen, ich brauche die Rückkopplung in die Strategie, in den Strategieprozess. Internes Lernen, da mal ein bisschen Gefühl dafür zu entwickeln, so was gibt es eigentlich da draußen alles, was ich nutzen könnte? Wir haben gestern in der einen Werkstatt ein bisschen was gehört, welche Tools und Apps man verwenden kann. Ich habe jetzt mal eine Folie hier reingenommen, die mal so ein bisschen zeigt, was eigentlich an Content generiert wird.
Und das ist mal nur die Statistik, können Sie die Überschrift wahrscheinlich wieder nicht lesen, wie viele Videos werden auf YouTube in einer Minute hochgeladen, ja, in Stunden. Das heißt, 2007, ist schon eine Weile her, wurden in einer Minute 8 Stunden Videomaterial hochgeladen. Das heißt, alle, wie wir hier sitzen, können nicht mal das anschauen, 2007 schon nicht, was in einer Minute auf YouTube hochgeladen wird in der Zeit. Ja. Heute oder beziehungsweise 2014 waren wir schon bei 300 Stunden Material. Ja, und das können Sie eigentlich auf jede Plattform jetzt mappen, Wiki-Entwicklung, Slideshare, Twitter, was auch immer. Also wir haben an ganz vielen Stellen diese exponentiellen Entwicklungen, ja, wo einfach sehr, sehr viele Dinge da sind. Und ich glaube, das ist wirklich fahrlässig, dass in dieser Sichtweise auf Lerncontent, dass da nichts dabei sein kann, was ich gebrauchen kann, einfach auszuklammern. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, wenn man jetzt nochmal so die Organisation sich vor Augen hält, man hat ja ganz viele Schnittstellen nach außen, sei das in Richtung Lieferanten, in Richtung Wissenschaft, in Richtung gesetzgebende Organe. Und ich glaube, auch da ist es wichtig, sozusagen an diesen Interfaces zu lernen, schnell zu lernen. Auch Wettbewerber, wir haben viele Projekte gemacht, wo es so drum geht, Erkenntnisse, die aus Wettbewerbsbeobachtung kommen, in interne Lernprozesse rückzuschleifen. Und man einfach sagt, auch wenn ein Wettbewerber in der Strategie was gemacht hat, was falsch war, wollen wir davon lernen. Wir müssen nicht den gleichen Fehler nochmal machen, den ein Wettbewerber von uns schon gemacht hat. Ja, und dann, last but not least, das Thema Lerninfrastrukturen. Nicht unbedingt verstanden nur als Technologie. Ich habe das mal getrennt in virtuelle und physische Infrastruktur. Sagen wir mal, die alte Welt sieht so aus, dass man in der Regel irgendwo Weiterbildungskataloge hat, Lernmanagementsysteme hat, E-Learning-Systeme hat, Web-Based Trainings hat, Blended Learning damit betreibt. Das mache ich auf der Grenze mal. Im Physischen hat man Büro-Besprechungsräume, wo solche Trainings stattfinden und vielleicht Schulungsräume für Präsenzveranstaltungen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, müssen Sie auch nicht lesen, das ist so eine Enterprise 2.0 Flower mit Werkzeugklassen, die nur im Internen dazugekommen sind in den letzten 10 Jahren. Wenn Sie mal die externe Perspektive sehen wollen, googeln Sie mal nach Social Media Prison. Da sieht man das mal so nach extern, was es da noch für weitere Kategorien gibt. Aber wir haben mittlerweile im Kontext des informellen Lernens Dinge wie Groupware, soziale Netzwerke, Weblogs, Wikis, das redaktionelle Intranet, was teilweise um Videofunktionen ergänzt wird, die Suchtechnologien, Multimedia-Portale für Audio, für Video und so weiter. Also da ist es, glaube ich, auch wichtig, so eine Architektensicht zu bekommen und zu sagen, ja, wir behalten natürlich unseren Weiterbildungskatalog, wir behalten natürlich auch Schulungen, die wir heute haben, aber irgendwie müssen wir das ergänzen und vernetzen mit diesen anderen Dingen. Ja, zum Beispiel eine Schulung, die ganz normal stattfindet im Klassenraum zu Projektmanagement, die ergänzt ist um Web-Based Training und die dann vielleicht in dem sozialen Netzwerk ein Pendant hat, nämlich in Form einer Projektmanager-Community. Das muss nicht das eine System sein. Die Zeit, wo wir die Idee hatten, so die eine eierlegende Wollmilchsau zu bauen, die ist vorbei. Das kriegt man nicht hin. Sondern es geht eher darum, Dinge intelligent miteinander zu vernetzen. Und das Zweite, wo ich jetzt auch noch mal kurz reinschauen will, ist das ganze Thema physische Lernräume. Auch am Beispiel Adidas Learning Campus, wo es eben auch jetzt so ganz dedizierte Orte gibt an Standorten, an den großen Standorten, die eben genau dieses informelle Lernen pushen sollen. Sehen wir auch gleich noch. Vielleicht virtuell, ich habe Ihnen einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, vielleicht als Ergänzung unten, wo es Quellen gibt zum Nachlesen. Wir haben jetzt ein Jahr Zeit, bis die nächste SELG ist. Das heißt, da hat man vielleicht ein bisschen Zeit zum Studieren, sind überall die Quellen, wo Sie da in die Tiefe bohren können. Und auch die Links, was man sieht, ist Creative Commons Lizenz, also wenn Sie irgendwie Folien davon verwenden wollen, einfach nehmen, weiterverwenden. Ja, also soziale Medien als Lerninfrastrukturen, Siemens zum Beispiel mit dem TechnoWeb auf Basis LiveRay, gibt es einen Urgent Request Prozess, wo ich an alle Mitarbeiter Fragen stellen kann, wenn ich Probleme habe, die mir helfen. Die schätzen, dass sie so über 2 Jahre ungefähr 100 Millionen Euro einsparen weltweit, was ein Mehrfaches von dem ist, was so eine Plattform kostet zu betreiben. Und das ist nur der Urgent Request Prozess, also das sind Communities und so noch gar nicht gerechnet. So vielleicht als Hintergrund, wenn man mal mit Controllern spricht, was bringt uns das eigentlich, sowas zu machen? Adidas A-Life, wo auch die linke Seite, die man sieht, Facebook-artig ist, also wo ich den Aktivitätenstrom
meiner Kontakte, meiner Mitarbeiter, meiner vielleicht Rollen, die ähnlich sind wie ich. Ich bin Projektmanager in Herzogenaurach und ich habe einen Pendant in Assen, der so ähnlich ist. Das Google MoMA, Google Intranet oder auch BASF Connect. Also da sind überall auch andere Plattformen dahinter. Google ist ein internes Google Plus, Adidas A-Life ist SharePoint, BASF Connect ist IBM Connections. Ich glaube, da kommt es auch gar nicht so sehr auf das Tool an. Also, Sie hatten es, glaube ich, gesagt, auf die Frage in Twitter hin, sondern es kommt eher darauf an, für was setze ich es ein und welchen Use Case präge ich dort aus. Also wir haben, sagen wir mal, seit dem Dotcom-Boom diese ganzen Wellen gehabt, wo wir geglaubt haben, das Tool ist schlecht, wir brauchen ein anderes. Und als das andere da war, haben wir gesagt, das ist auch schlecht, wir brauchen wieder ein anderes. Ich glaube, aus der Schleife muss man raus. Es geht darum, sozusagen Use Cases auf diesen Tools auszuprägen und nicht darauf zu warten, dass irgendwann ein Tool kommt, wo sowas dann von alleine funktioniert. Na, Adidas Learning Campus, ein paar Eindrücke, gibt es ein Pinterest-Board mit Bildern. Na, da kann man eben auch sehen, das ist kein so ein klassischer Schulungsraum, sondern fast wie so eine Flugzeughangerhalle, kann man aufmachen oben, ist Gras davor, kann man irgendwie die Möbel rausräumen, kann, gerade wie heute wäre schön, mal in der Sonne auch ein bisschen eine Lerneinheit machen. Man kann hier die einzelnen Abschnitte trennen mit Vorhängen, also kann das in drei Teile unterteilen oder eben einen großen Teil lassen. Und da sind von Design Thinking Workshops, wir haben Speaker Series dort, wir haben Pecha Kucha Nights dort, wo die Designer Design Pitches machen in 6 Minuten 40, die aufgenommen werden, die ins Intranet kommen, aber auch klassische Schulungen, die da laufen. Kreativworkshops in Zusammenarbeit mit dem Fab Lab, so FabLab-Sessions, wo Mitarbeiter mal an 3D-Druckern arbeiten und so Sachen. Ja, also das sind alles Dinge, die manchmal Kurse sind, aber eben nicht auf das Kursformat beschränkt sind, ja, die sehr viel mehr Offenheit zulassen. Auch Bestandteil von dem Learning Campus ist das Media Lab. Da geht es im Prinzip darum, Leuten, also A, Equipment bereitzustellen, um selber Multimedia-Content zu erzeugen, zu bearbeiten und zu publizieren, intern oder extern. Einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht. Stoßrichtung ist immer Do-it-yourself. Also der Wissensarbeiter als One Rebel Army, wie wir sagen, oder Rebel without a Crew. Ja, das heißt, ich habe keinen Roadie, ich habe keinen Tontechniker, ich habe keinen Kameramann, ich habe keinen Beleuchter, ich habe keinen Stream-Verantwortlichen, ich bin es für mich. Und darauf ist eigentlich dieses Media-Lab-Training auch abgestimmt, Leute in die Lage zu versetzen, alles selber zu tun. Ja, und das fängt an bei, mal so zwei Beispiele mitgebracht. Hier so ganz kleine Lavalier-Mikrofone, die so abgestimmt sind, dass sie direkt an ein Smartphone passen. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen Ihre Trainer in die Lage versetzen, Ihre ganzen Trainings mal mitzuschneiden, um in den Flip-Classroom-Ansatz überzugehen, ja, 45 Euro investieren, ein iPhone hat ohnehin jeder. Das sind ungefähr 50 Gramm oder irgendwas, da kann keiner sagen, das kann ich nicht transportieren. Und dann können Sie mal einfach so Ihre ganzen Trainings durchrekorden und ähnlich wie MIT Open Courseware irgendwo bereitstellen. Zum Beispiel. Ja, oder was ich jetzt hier dabei habe, da brauchen wir ein bisschen größeres Paket, kleine Kamera, die im Prinzip Folien und Ton mit aufnimmt. Die kann man auch selber betreiben, ja, und da fällt hinten raus ein Video, wo ich im Prinzip den ganzen Vortrag hinterher per Video bereitstellen kann. Ja, und das ist was, was wir im Learning Campus, also das sind auch solche Sessions hier, wo es in regelmäßigen Abständen eben so Intros gibt und dann auch Coachings gibt, wo Mitarbeiter mit ihren eigenen Projekten kommen. Typische Szenarien sind so habe ich gesagt, Vorträge, Training per Video, Erklärvideo, Screencasts ist relativ viel auch, so Bedienung von Software, wie funktioniert das, Voice-over PowerPoint, ja, das ist so diese PowerPoint-Standardfunktionalitäten nutzen, um Folien zu vertonen und hinterher als Video bereitzustellen und immer mehr auch Audio-Podcasts, weil man eben sieht, wo Video ist zwar immer schicker, aber man hat vorhin schon gesehen, ich hatte so ein Video eine Minute 40, das ist schon vielleicht für den einen oder anderen gefühlt lang. Wenn man jetzt irgendwas ausführlicher erklären will, reicht das natürlich nicht. Audio-Podcasts haben den großen Vorteil, dass ich die bei Reisen und beim Pendeln sehr gut einsetzen kann. Also wir haben bei Audi zum Beispiel viele Mitarbeiter, die pendeln zwischen München und Ingolstadt. Das ist so typisch 45 bis 55 Minuten, je nach Stausituation. Ja, und da kann ich jetzt natürlich diese ganzen Vorträge, Audiospur ausleiten, automatisch auf iPhone synchronisieren. Jemand steigt in sein Auto, fängt an, den Vortrag zu hören, wird angerufen, der Podcast stoppt, wenn er abends wieder heimfährt oder Telefonat zu Ende ist, hört er das weiter. Also Audio ist eine unterschätzte Form, würde ich sagen, aber gerade für die Langform, wo es um ausführlichere Erklärungen geht, extrem sinnvoll zu tun. Was wir auch gemacht haben, sieht man oben rechts im Eck,
so einen kleinen USB-Stick mit sogenannter portabler Software. Das heißt, da sind Audioaufnahme, Schnittsoftware und so weiter ist da drauf, sodass jemand ins MediaLab kommen kann, sich den USB-Stick in den Rechner steckt und die Software komplett hat. Ich weiß nicht, wie das in den Organisationen ist. Das ist ja teilweise mit so Softwareverteilprozessen und Lizenzen ein bisschen schwierig. Ja, Mitarbeiter wollen aber eben oft kommen und anfangen auszuprobieren. Das ist eben, was man mit solchen Lösungen machen kann. Ja, das sind so die vier Grenzen und Barrieren, mit denen wir in der Praxis immer zu kämpfen haben. Die Frage ist jetzt, wie kriegen wir die beseitigt? Ich glaube nicht, dass dieses Hype- und Buzzword-Gewitter sehr viel hilft. Das wird die Wolken nicht vertreiben. Ich glaube, das, was wir brauchen, ist Leadership. Also wir brauchen Leute, die davon überzeugt sind, dass Lernen und Wissen wichtig ist und die dafür kämpfen. Idealerweise so den typischen Machtsponsor, also jemand, der auch mal auf den Tisch hauen kann und sagen kann, so, wir schreiben jetzt mal Lernorganisation in unser Aufgabenbuch. In der Regel hat man das aber nicht. In der Regel ist es eher so, dass entweder ganz bottom-up oder irgendwo aus den mittleren Bereichen dieser Druck und der Impuls entsteht. Und ich glaube, das ist aber ganz wichtig, daran zu arbeiten, wirklich so Role Models, Vorbild sein, das Vorleben, Sachen selber preisgeben. Das ist ein Weg, der geht nicht so schnell, wie man sich das wünscht. Wenn ich vor 10 Jahren mal aufgeschrieben hätte, wo ich im Thema Wissensmanagement, Lernorganisation 2014 gerne wäre, dann wäre das ganz anders als gedacht. Aber ich glaube, es ist der einzige Weg, um sozusagen nachhaltig die Veränderung hinzubekommen. Ja, das heißt, Knowledge Leadership im Prinzip idealerweise jetzt hier, wie wir es hier hatten in dem Fall, einen Vorstand, der sich hinstellt und sagt, er will Open Non-Political and Collaborative Leadership fördern und will sozusagen Adidas zur Lernen-Organisation machen. Ja, das ist eigentlich das Ideale und auch dann hat man noch genug zu kämpfen. Also auch dann gibt es noch genug Barrieren und Leute, die das irgendwie anders sehen. Aber ich glaube, das ist so das Letzte, was man hier braucht, also sprich Leadership in dem Puzzle, um aus der Organisation dann langfristig auch eine Lernorganisation zu entwickeln. Und jetzt vielleicht als Abschluss noch, habe ich öfter mal als Feedback bekommen, deswegen habe ich die Folie eingebaut. Das mag so ein bisschen klingen wie Raumschiff Enterprise und vielleicht sehe ich für den einen oder anderen so aus, als hätte ich hier so grüne Antennen rausstehen. Das ist mir bewusst, dass das alles Sachen sind, die man nicht von heute auf morgen bekommt. Ja, aber wenn wir jetzt mal dieses Bookmark wieder laden von vorhin, also diesen Punkt, wo ich gesagt habe, mach sich mal einen kleinen Merker. Alles, was ich erzählt habe, alles, was ich gesagt habe, was man machen könnte, wird mit dem Update der ISO 9001-Norm im Herbst 2015 eine normative Forderung. Also es war nichts drinnen, was nicht von einer Standardnorm von jedem Unternehmen, was zertifiziert ist, gefordert wird. Und das sind weltweit 1,5 Millionen Unternehmen immerhin. Ja, und wenn man mal dran denkt, dass China zum Beispiel in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt, große DIN- und ISO-Bestände an Normen einfach gekauft hat und überträgt in chinesische Normen, dann kann man mal so ein bisschen überlegen und abschätzen, dass sowas, was man jetzt sieht mit Alibaba beispielsweise, ja, als Amazon-Konkurrenz, ja, dass die Management-Ideen, die wir in solche Normen packen, jetzt sozusagen sich einkaufen und es ihnen hilft, den Unternehmen dort hilft, sich zu lernen, in Organisationen zu entwickeln. Und da wird nochmal eine ganz andere Art von Wettbewerb entstehen, wie wir das heute vielleicht ohnehin schon haben. Also das ist vielleicht so ein Ankerpunkt, wo man sagen, mit den Verantwortlichen sprechen kann und sagen kann, das ist nicht was total Verrücktes, eine total verrückte Idee, sondern ist im Prinzip normativ gefordert. Letztendlich, glaube ich, kann man niemand überzeugen oder niemand überreden, sowas zu tun. Es muss aus Überzeugung kommen. Was ich ganz gut finde, ist der Spruch, den Walter Edward Stemming mal gemacht hat, einer der Päpste aus der Qualitätsbewegung, der gesagt hat, Learning is not compulsory, but neither is survival. Ja, das heißt, es gibt keine Pflicht zu lernen, als Einzelner nicht, als Organisation nicht, aber es gibt auch keine Garantie, dass wir überleben werden. Ja, und man kann sehen, seien es die Dinosaurier mit der unterschätzten Eiszeit vielleicht oder der fiktive Telefonhersteller mit dem Namen Onkia. Da gibt es durchaus einige Beispiele, wo eben Lernen zum Misserfolg geführt hat und ich denke, da will keiner persönlich stehen und auch keiner mit seiner Organisation stehen. Deswegen glaube ich nicht, dass Lernen irgendwie so ein Nice-to-have-Thema ist, sondern es ist wirklich was, wo man sich richtig ernsthaft und systematisch drüber Gedanken machen sollte. Und damit bin ich am Ende und bin natürlich gerne noch für Fragen bereit. Dankeschön.